einen, der so fresh reacted. Immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Ich hätte jetzt eine Videoidee, Schatz. Ja, welche? Wir machen beide jetzt den Idiotentest. Scheiße, aber das ist so... Das ist so richtig öffentliche Blamage. Ich hab gesehen, Monte hat ein Idiotentest-Video ausgeballert. Und du hast es wahrscheinlich schon gesehen. Nein, ich hab's nicht gesehen. Das ist unfair. Ich vertraue dir nicht, weil du bist manchmal so, als wärst du ein bisschen munkel. Ja, aber das jetzt nicht, wirklich. Und um was geht's da? Was muss man da ungefähr so wahrscheinlich wissen? Fragen beantworten. Allgemein wissen, oder was? Ja, und ich kenne die Seiten nicht, keine Ahnung. Fuck, 50 Fragen, Alter. So lange habe ich das letzte Mal bei meiner Matura gesessen. Das ist ja viel zu viel. Okay, also Freunde, wir machen das jetzt und wir machen es aber spannend. Denn ihr macht natürlich auch mit, wer mehr richtige Antworten hat, bekommt... Ist der Klügere von uns? Nein, der Verlierer muss was tun. Nein, wir sagen, der bekommt... Hast du Angst, dass du verlierst? Ha? Der Verlierer, Freunde, Chat reinschreiben, was muss der Verlierer tun? Rohes Ei, Na. Rohes Ei ist das Grausigste, was ich in meinem Leben tue. Nein, das geht nicht. Ein rohes Ei trinken. Einfach, Robi. Nein, das tun wir. Ich kotz. Ich mag's gar nicht. Vielleicht vertragst du es besser. Nein. Ein rohes Ei trinken. Nein. Ein rohes Ei bist dabei. Nur wenn du verlierst. Vielleicht verlierst du ja nicht. Ja, okay. Ja! Okay. Und gepunkt. So, okay. Zettel und Stift ist da. Jetzt bin ich bereit. Erste Frage. Hey, stopp. Chat ausblenden. Chat ausblenden. Du hast jetzt schon geschaut. Schau weg. Wohin denn? Ja, nicht zum Chat vielleicht. Ja, die wissen ja noch gar nicht, dass es losgeht. Was ist Emo-Chat? Man kann nur Emojis reinschicken. Ach so, das ist gut. Only Mojito, das erste Mal auf Twitch. Freunde, schaut auf alle Fälle auf Twitch vorbei, wenn ihr das Video seht. Link ist ganz oben im Video. Das dürft ihr nicht verpassen. Immer wieder am Eskalieren. Ah, wir haben tausende Zuschauer da. Krass. Okay, jetzt bin ich nervös. Jetzt darf ich nicht blamieren. Vor Zuschauern, vor YouTube-Community und vom rohen Ei. Scheiße. Okay, starten jetzt los. Wir machen es jetzt so. Wir machen Frage für Frage und lösen direkt danach auf. 20 Sekunden ist der Timer. Und das ist die Regel. 3, 2, 1. Erste Frage. Wir müssen die Frage schon vorlesen. Wenn du um 8 Uhr ins Bett gehst und dein Wecker so gestellt wurde, dass du um 9 Uhr aufwachst, hast du wie lange geschlafen? Okay. 3, 2, 1. Los. 1. 13 Stunden. Eine Stunde. Ich hab 13 Stunden stehen. Wenn du um 8 Uhr ins Bett gehst und dein Wecker so gestellt wird, dass du um 9 Uhr aufwachst, hast du eine Stunde geschlafen. Wenn du um 8 Uhr ins Bett gehst und dein Wecker vorher schon so gestellt wurde, dass du um 9 Uhr aufwachst. Ja, hast eine Stunde geschlafen. Aber ich mir dachte, das ist sicher ein Tricks. Mach mal einfach mal mein Ergebnis. Ich glaube, meins ist richtig. Eine Stunde! Wuhu! Das ist ja voll einfach. Hä, das ist ja richtig leicht. Ja. Ja. Aber so leicht kann es doch nicht sein. Ich dachte mal, vielleicht irgendwie ein Trick und jetzt. Ja, scheiß drauf, okay. 1-0 für dich, oder? Zweitens, so ein Scheiß. Gibt es in England den 17. Juni? Das ist eine Ja-Nein-Frage, oder? Schau, das ist scheiße. Ja, sicher. Ich tue ja. Ja, dann tue ich Nein. Ja, schreib Nein. Ja, was, wieso nicht? Keine Ahnung. Erklär's. Du, Druck. Also, was? Ja. Ja, schreibe ich. Ja. Ja, sicher gibt's in England den 17. Juni, ne? Scheißdreck. Na klar. Scheiße. Aber wir haben beide jetzt einmal den gleichen Fehler gemacht. Jetzt wissen wir es, da dazwischen Hackerl und einmal X. Du machst es auch. X und einmal Hackerl. Ja, passt. Wie viele Geburtstage hat der Mensch? Hä? 3, 2, 1. 1. 1. Ja, jeder hatte nur einen Geburtstag. Nur ja, aber einen natürlich. Beide richtig. Einige Monate haben 31 Tage, andere 30. Wie viele Monate haben 28 Tage. Scheiße. Okay, machen wir 10 Sekunden Timer. Ja, 20 okay. Sekunden ist viel zu lang. Ja, okay, 10 Sekunden Timer. 3, 2, 1, 12. 12. Ja. Immer noch, du fällst deine. Nö. Stimmt. Ja. Ein Bauer hat 10 Schafe. Alle sterben außer 9. Wie viele lebende Schafe hat der noch? Hä? 3, 2, 1, aus. Muss stehen 9. Haben, sonst ist der Fehler. 9. Was war's? 9. Ihr war 9. Ja. 9 Schafe. Richtig. Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? So, was hast du? Nix, also falsch. Du ja. Hast du vorhin gerade ja. Gesagt, wenn nix da steht, ist ja, natürlich, ich hab noch geschrieben. Ja. Ja, er war ja. Ist ja nicht verwandt. Na? Natürlich, ja. Sicher. Wieso hast du denn so lange gebraucht? Nein, der Mann lebt bereits nicht mehr. Was? Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe. Ah ja, scheiße. Er ist tot. Scheiße, steht Gleichstand. Was war am 6.12.1943 in Berlin? 3, 2, 1, Dezember. Nikolaus! Nikolaus habe ich durchgestrichen. Wieso? Weil Dezember ist sicher. Ja, was ist das? Da, Nikolaus habe ich durchgestrichen. Ja, stimmt. Nikolaus! Alter, ich hab's durchgestrichen.
Ich hab's durchgestrichen, das zählt nicht. Doch, Schatz. Das zählt nicht. Du hast dich umentschieden. Ja, Alter. Bullshit. Ein Segelflugzeug stürzt ab und fällt genau auf die Grenze. Wer bekommt den Motor? 3 zu 1. Hat keine Mutter. Ja, jawohl. Ja. Ja. Hackerl. Ja. Bin ich gar nicht so blöd, oder? Schon. Aber bei dem Test bist du gut. Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Aus. Ja. Ja, stimmt, weil hinten schreibt man mit H. Hinten mit H. Hey, wir sind viel zu gut für diese. Wir sind viel zu gut. Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Aus. Ja. Es war Noah. Hey, wir sind viel zu gut für das. Wer geht über ein Feld und bewegt sich dennoch nicht? Scheiße. Ja, ich weiß ja, nicht. Ja, ich hab geschrieben, der Wind. Ja, ihr wart auf dem Wind, aber der Wind ist es sicher nicht. Na, schreib Wind. Ja! Ja! Und ich denke mir so, der Wind? Scheiße, ich hab's nicht stehen! Das ist ja. Scheiße, Gleichstand! Ja, ich Gleichstand! Und ich denk's mir sogar noch, ich Idiot! Macht keinen Sinn, macht es macht überhaupt keinen Sinn, weil ein Wind bewegt sie ja. Ja, es macht überhaupt keinen keine Sinn. Teile 30 durch ein halb und zähle 10 dazu. Was kommt heraus? Sicher, scheiß Fangfrage. Ja, 25. Aus 70. Na, wieso? Schreib hin. Scheiße, es stimmt wahrscheinlich. Es stimmt wahrscheinlich. Jetzt hast du mich, Schatz. Jetzt hast du mich wahrscheinlich. Ja! 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 Du hast wieso? Wieso? 30 durch 0,5. Wenn du, doppelt. Wenn du das 0,5 dividierst, ja, wird's mehr. Ja. Scheiße. Das ist euer Mathe-Genie, Bro. Euer Mathe-Genie. Deswegen habe ich auch den Bizeps, weil ich immer die Raps genau richtig mitzähle, die ich mache. Ich muss jetzt voll. Mach Taschen leer. Ich muss jetzt vollends. So, ich bin 1-0 vorne. Ich bin 1-0 vorne. Du hast eine Streichholzschachtel und kommst in den leeren, kalten Raum, in dem nichts als eine Petroleumlampe, ein Kamin und ein Ölofen vorfindest. Was zündest du zuerst an? 3, 2, 1, Streichholz! Wie oft kann man 1 von 20 abziehen. Ich check's gerade nicht. Und das 3 Sekunden, sonst ist es aus. 1, 2, 3. 20? Einmal. Schau mal, stimmt. Schau mal, stimmt. Aber aus welchem Grund? Dann ist es nicht mehr 20. Ah ja! Oh. Bitte stimmt's. Ja! Es stimmt. Ruhe-Ei. Das Wort auf die. Ich trink kein Ruhe-Ei. Welche Worte stehen auf dem Rande eines Einzelnen? Schon wieder Sub! Was los? Das weiß ich echt nicht. Was hast du? Du musst schon schreiben. Ja, wir schon. Euro. Ich war Euro. Ich glaube, Euro stimmt. Nein, das haben wir jetzt nicht gewusst. Keine. Auf der Wiese stehen Vater Bulle, Mutter Bulle und Kind Bulle. Zu wem geht Kind Bulle, wenn es Durst hat? 3, 2, 1, aus. Kuh. Ja. Ich hab's auch stehen. Hast du ein gutes Gedächtnis? Du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 5 Leute ein. An der zweiten Haltestelle steigen 2 Leute ein. Und 3 Leute aus. An der dritten Haltestelle steigen 4 Leute ein und 5 Leute aus. An der fünften Haltestelle steigen 10 Leute ein und 2 Leute aus. Wie heißt der Busfahrer? Was? Alter, Scheiße, what the fuck? 3, 2, 1. Ja. Paulina. Sascha Huber. Ja? Ja, nicht mit mir. Du tust übrigens immer so Schauspieler. Du tust immer so, als wüsstest du nicht. Was? Ich tue und dann schreibst du die Lösung hin. Ja, im letzten Moment schreibe ich die Lösung hin. Kann ein Mensch, der westlich von New York lebt, in Manchester begraben sein? Und aus, was hast du geschrieben? Ja. Ja, richtig, sicher. Weil westlich von New York, dann wohnt er in Manchester. Ja, das ist ja eine Kugel. Ja. Nein, er lebt ja noch. Das hat mich kurz auch irritiert. Ach so, der Trick. Trick 17. Nein, er lebt. Ja, Scheiße. Okay. Ein Ziegenbock steht auf der Grenze. Wer darf ihn melken? Ja, Freunde, wir sind vom Dorf. So, 3, 2, 1. Ein Ziegenbock keiner kann man nicht melken. Passt. Auf dem Dorfplatz steht ein 20 Zentner schwerer Stein. Jeden Morgen, wenn der Hahn kräht, erinnert mich direkt an Dennis Kohlruss Video, bewegt er sich. Ist das möglich? Ich hab geschrieben ja. Ja, ich war ja, ist richtig. Wieso? Weil der Hahn bewegt sich. Ah, ja. Schau, du hast es nicht gewusst. Na? Schau, ich bin verdient vorhin. Ein Archäologe behauptet, er hätte, ich hätte auch Wind gesagt, er hätte eine Münze mit dem Prägedatum 46 vor Christus gefunden. Glaubst du ihm? Und? Nein. Ich hab geschrieben ja. Das kann ja jeder Münze prägen. Nein, Schatz. Warte, du checkst das nicht. Wenn du ein Prägedatum hast, ja, mit 46 vor Christus. Ja, kann ja jeder. Stell dir jetzt mal vor, es ist 46 vor Christus und du prägst dann drauf 46 vor Christus. Kann das gehen? Natürlich geht das nicht. Aber du kannst dir einfach eine Münze prägen.
Und dann, mit 46 vor Christus. Na, jetzt zum Beispiel. Und da steht einfach 46 vor Christus drauf. 46 vor Christus ist... Ich check schon, was du meinst. Nein, checkst es nicht. Da können die nicht wissen, dass 46 vor Christus aber niemand sagt, dass die Münze original ist. Ich kann jetzt einfach eine Münze nehmen und darauf 46 vor Christus prägen. Woher willst du wissen, dass in 46 Jahren Christus da ist? Jetzt, in dem Moment kann ich es machen. Hä, Alter, du gehst... Was? Aber wahrscheinlich ist eh nein richtig, weil ich weiß, was du meinst. Aber eigentlich ist die Frage falsch. Bah, immer diese, die nicht verlieren können, Freunde. Die nicht verlieren können. Ich sag dir jetzt was aber. Ja. Der Fairness halber. Ja. Ich hab das Monte-Video einmal reingeklickt. Ja. Einmal in die Mitte. Boah, und da war genau die. So assi, echt. Hör zu. Und da war genau. So. Und jetzt soll ich da glauben, dass die anderen Fragen nicht. Hör mir zu. Ich hab einmal reingeklickt und da ist die Frage, weil ich wollte es bewusst nicht wissen. Da ist ja bei mir auch nicht mehr spannend. Genau die Frage ist gekommen, dann bin ich wieder raus. Weil ich wollte wissen, wo er den Test gemacht hat. Da habe ich einmal reingeklickt und wollte wissen, wo der ist. Ich hab's noch nicht gesehen. Für das bekomme ich ein Buch und du keinen. Weil du es von vornherein. Ich sag dir jetzt was. Du hättest also von vornherein sagen können: hey, die Frage kenne ich schon. Ich habe mich jetzt erinnert, dass ich die gesehen habe. Du lügst. Ich schwör. Er lügt so. Ey, ich schwör. Okay, wir machen es so. Wir bekommen beide keinen Punkt. Ja. Wenn es aber am Schluss wegen einem Punkt bei mir zum Verlieren reicht, dann kriege ich einen Punkt. Schau. Weil das ist nicht fair. Du bestrafst jetzt Ehrlichkeit. Du hättest es von Anfang an ehrlich gesagt. Ich hätte nichts sagen können. Das ist richtig. Und ich habe jetzt freiwillig die Punkte abgegeben. Ja, aber ich finde es trotzdem nicht ganz fair, dass du es nicht von vornherein gesagt hast. Aber du bist so streng, ey. Okay, aber schauen wir mal. Wir bekommen jetzt beide keinen Punkt und wenn es wirklich um einen Punkt ist, dann teilen wir uns das ein. Nein, wenn es unentschieden ist. Du hast von Anfang an. Ich habe dir am Anfang gefragt, hast du die Frage gesehen? Direkt nein, ich habe keine Frage gesehen. Direkt Beziehungsstress. So, du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Hast du die Frage auch zufällig gesehen? 3, 2, 1, aus. Ja, Mutter. Aber Gott würde auch passen. Du hast ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Es kommt ein Bär vorbei. Welche Farbe hat er? Checkst du? 3. Na, ein bisschen raten darf ich schon. 3, 2, 1, weiß. Das ist ein Eisbär. Wieso? Weiß ich nicht. Es zeigt alles nach Süden. Weil es am Nordpol alles nach Süden zeigt. Ich hab Braunstein. Wieso? Weil ein Bär braun ist, oder? Ja, weil es ein Reisbär, oder? Ja, bis am Nordpol. Bist ganz an der Grenze, aber da zeigt, wenn du jetzt eine Mauer aufbaust am Nordpol. Jetzt bist genau du der. Ja, ich hab dich vorher rumschreien lassen, jetzt muss ich herumschreien. Okay. Also, du hast ein Haus. Ja. Bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Ja, weil es überall, wo es hingeht, ist, weil du ganz oben bist, ist überall nach Süden. Aber irgendwo zeigt noch Norden nach. Na, du bist ja ganz oben. Es ja, aber hinten oben ist dann wieder es ist Süden. Leider richtig. Du musst du genau an der Grenze stehen. Genau da, wo man sagt, meine Mauer ist genau da und 10 cm hinten ist Norden. Wer sagt das? Ja. Weil wenn ich im Nordpol ein Haus. Du hast einfach nur braun geschrieben, immer noch weil nördlicher du es gecheckt hast. Es geht immer noch nördlicher ist als Norden. Okay, Schatz. Du hast einfach braun geschrieben, weil du es nicht gecheckt hast. Alter, ich bin auf mich fertig, Alter. Eine E-Lok. Lass mich aus. Eine E-Lok fährt nach Süden. Wohin fliegt der Rauch? 3, 2, 1. Hat keinen Rauch. Genau. Wie viele Rillen hat ein. Eine Langspielplatte. Was ist das? Weiß ich nicht. 3, 2, 1. Ich hab keine. Eine. Eine Rille, da fährt die Nadel immer noch. Das wird wahrscheinlich richtig sein. Scheiße. Noch schon. Einer Plottenspieler pro. Zwei, auf jeder Seite eine. Genau, man dreht sie ja um. Jetzt hast du nochmal Glück gehabt, ha? Boah, jetzt hast du so nochmal Glück gehabt, Alter. Scheiße. Ja, schon mal Ende gesehen. Was ist schwerer? Ein Zentner Federn oder ein Zentner Blei? 3, 2, 1. Gleich schwer. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele sitzen noch da? Das kenne ich ja schon. Das kenne ich auch schon. Keine mehr, weil es alle verjagt. Richtig, schreib null stehen. Erhält ein Nachtwächter, der am Tag stirbt, eine Pension? Nein. Nein, weil er ist tot. Er ist tot. Klaus fiel von einer aufgestellten 7 Meter hohen Leiter. Wieso blieb er unverletzt? 3, 2, 1. Sag's. Ja, er war nicht ganz oben. Nein. Einfach. Was? Er war nicht ganz oben, er war auf der ersten Leiter oder so. Falsch. Sondern? Falsch. Weil er nicht auf der Leiter war. Die hat er aufgestellt, er war woanders. Ja. Du hast gesagt, er war drauf. War nicht. Ich hätte jetzt reingeschrieben, ich hab's stehen, war nicht. Ganz oben. Ganz schreiben. Drauf. Oben willst du. Ich hab drauf, also. Du hast nicht draufstehen, du hast aufgehört zum Schreiben. Da ist nur das D. Siehst du es nicht? Drrr, ist nur da. Lösung. Er fiel von der ersten Sprosse. Hab ich eigentlich auch gesagt. Nein, du bist zu erschreckend sein jetzt. Ja. Ich hab's ja gecheckt, dass er nicht auf 7 Meter oben war. Sag ich jetzt. Aber du hast gesagt, er war. Fuck, ja, okay, Alter, ich weiß. So, Süden ist dort, wo der Daumen links ist. Kannst du das beweisen? 3, 2, 1.
Sag jetzt so die Antwort. Nein. Ich war nein. Aber ich weiß nicht wieso. Ah, weil ich meine, den Daumen, das kannst du überall hindrehen, oder wie? Ja. Nein, wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Ja, gut. Heißt es 5 plus 7 gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? Ja, 3, 2, 1. Eigentlich gar nichts, weil 5 plus 7 nicht 13 ist. Das ist deine Antwort, oder? Ja. Passt, ja, ist richtig. Warum baut man neue Häuser? Checkst du das? Mhm. 3, 2, 1, aus. Ja, man kann keine alten bauen. Man kann nur neue bauen. Hä? Warum baut man neue Häuser? Ja, weil man keine alten bauen kann. Wenn man was baut, dann ist es immer neu. Okay, ich sag zum Wohnen. Hä? Zum Wohnen? Das stimmt sicher nicht. Weil man keine alten Häuser bauen kann. Ja. Ja. Zum Wohnen stimmt auch, oder? Nein. Was ergibt 7 und 7 und 7? Und aus. Antwort sagen. 7, 7, 7. Falsch, feinen Sand. Wenn das jetzt stimmt, dann fühle ich mich verarscht. Feinen Sand. Gib weh. Hast du das schon mal wo gehört? Ja, wir kennen ja. Das ist eine Scheißfrage. Was liegt in der Mitte von Rom? Da waren wir gerade erst, Schatz. Ja. Was ist das? Ja. 3, 2, 1, O. Rom. Das O. Das O. Du schreibst Rom. Ich hab Rom geschrieben. Bitte nicht. Ja! Na, scheiße, Alter. Ich hab schon Hacker gemacht. Von 6 Kerzen werden 4 ausgeblasen. Wie viele bleiben übrig? 3, 2, 1, 6. 6. Ist ja nur die Flamme weg und nicht die ganze Kerze. Ich bin dumm, oder was? Was deckst du weg? Du, dass ich nicht schau, gell? 6. 4. Die restlichen brennen ab. Ja, irgendwie gut, aber irgendwie. Aber irgendwie sind es ein bisschen dumme Fragen auch. Ja, okay. So. Aber gut. Warum fressen Eisbären in ihrer Heimat keine Pinguine? Ah, ja, das wissen wir. Leben woanders. Nicht zusammen. Südpol, Nordpol. Genau. Welche Frage kann sinnvollerweise nicht mit Nein beantwortet werden? 3, 2, 1. Sag. Lebst du noch? Aha, das ist wahrscheinlich richtig. Ich habe W-Fragen stehen. W-Fragen? Was sind W-Fragen? Wer, was, wann, wo sind die W-Fragen? Und W-Fragen kann man sinngemäß mit Nein beantworten, weil es keine Ja-Nein-Fragen sind. Wo lebst du? Nein. Ja, ist gut, ist gut. Genau, wer, wie, wo, ja, wann, ich, wie. Ja, ich check's natürlich. Ich stimme deins vielleicht. Nein, es stimmt fix. Ja, stimmt meins aber. Hörst du mich? Lebst du noch? Ja! Ja, aber dann stimmt. Aber wie machen wir das jetzt bei mir? Falsch. Aus. Falsch. Aus. Aus. Das stimmt. Nein, da gibt's keine Diskussion. Wenn du jetzt gestanden wärst, wie was fragen, hättest du gesagt, lebst du noch? Gut. Das sagt Günther nicht. Eigentlich schon. Hey, das sagst du ja, genau. Abflug, Abmarsch. Ein Zweijähriger fiel im 12. Stock von der Fensterbank. Wieso blieb er unverletzt? Passt, haben wir, oder? Mama. Fiel ins Haus innen. Rein. Ja. Genau. Wie viele Leitern bräuchte man von der Erde bis zum Mond? 3, 2, 1. Ja. Ich hab eine. Was hast du da alles? Unendlich. Na, eine lange, oder? Ja, scheiße. Wo war der Mann von Witwe Gertrud während des Hühnerdiebstahls? Tot. Tot. Jetzt fallen wir auf sie mit Witwe nicht mehr ein. Na, in welchem Monat schlafen 18-jährige Französinnen am wenigsten? 1. Februar. Wir sind gut, finde ich eigentlich, gell? Eigentlich sind wir schon gut, ja. Man hat was in der Tasche und hat doch nichts in der Tasche. Was kann das sein? 3, 2, 1. Loch. Scheiße, ja. Was hast du? Hosentasche. Was ist Hosentasche? Loch! Das ist so dumm, ja! Ja! Loch, scheiße! Alter, es ist so spannend! Ich glaube, es ist jetzt gleich stand. Es ist Loch! Ich glaube, es ist Loch, gleich stand. Stimmt, Schatz! Ich bin so dumm! Ja, hallo! Hallo, man kennt's! Die letzten 7 Fragen, jetzt musst du aufpassen! Ein Bauer hat 20 Schweine, 40 Kühe und 60 Pferde. Wie viele Pferde hat er, wenn man die Kühe als Pferde bezeichnet? 3, 2, 1, Abfahrt! Okay, 40. Ja, 40 ist richtig. 60. Kühe sind und bleiben Kühe. Na, das ist nicht lustig. Das sind so komische Fragen. Das ist eine blöde Antwort. Also, ich finde das Spiel. Ja, das war dumm, aber das Gute ist, wir haben es dann beide falsch. Aber das Spiel ist so richtig nervig. Ja, ist nervig. Das nervt. Ich bin jetzt richtig schlecht gelaunt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin richtig schlecht gelaunt. Nein, es ist schon lustig gewesen bis jetzt. Aber ich sag dir jetzt was. Da haben wir es ja gut gesagt, beide dann falsch. Unsere dumme Antwort ist. Also, ist alles gut. Ja. Was steht hinter dem Kölner Dom? 3, 2, 1. Ja. Friedhof. Ein Haus. Ja, Friedhof. Ich glaube, es ist beides falsch. Na! Oh, ein Fragezeichen. Boah, ist das gut. Das war gut. Das war gut. Beide falsch. Scheiße, das hätte ich wissen müssen. Ja, eigentlich dumm. Eigentlich dumm. Wo wächst der beste Wein? 3, 2, 1. Wein wächst nicht. Fuck. Das fällt. Bitte scheiße, stimmt das jetzt. Scheiße, bitte stimmt scheiße, das. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja! Ja.
Was macht ein Glaser, wenn er kein Glas hat? 3, 2, 1, blasen. Andere. Das war halt ein Glasblasen. Ein Glaser bläst ja Glas, oder? So Schatz, also. Ich hab geschrieben was anderes. Ich schreibe jetzt echt Blasen rein. Ja, schreib's rein. Hä? Er trinkt aus der Flasche. Antwort bla. Also, das ist wahrscheinlich die dümmste Antwort, die da jemals reingeschrieben hat. Ja, aber wieso immer nach dem also. Er trinkt aus der Flasche. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du kein Glas hast, aber. Ach so, jetzt! Da werden wir dafür sorgen, dass wir nur noch Plastikfenster haben. Was? Jetzt check is! Was? Also, wenn er einfach kein Trinkglas hat, dann trinkt er einfach aus der Flasche. Aber wenn er kein Glas hat. Checkst du es? Dann trinkt er aus der Flasche. Scheiße, ist gut. Oh Gott, woher kommt eine Ente? Woher kommt? Die in Duisburg im Rhein schwimmt. 3, 2, 1. Ei! Ja! Aus dem Ei! Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? 3, 2, 1, T! Wie steht's, Alter? Scheißegal, ich bin hinten. Was ist, wenn's unentschieden ist? Zuerst der Bier auf dreimal. Ja, du weißt es, wenn's unentschieden ist. Na, bist du der Bullshit. Schwindler gewesen? Nein! Und hast du zugegeben, dass du die Frage Ich hab nicht geschwindelt, ich hab's zugegeben. Lirum, Larum, Löffelstiel. Wie schreibt man das mit drei Buchstaben? Ja. Wie? Das. Scheißegal, bestimmt das und nicht wie. Geweih. Scheißegal. Geweih. Ich hab wie. Geweih. Geweih. Nein! Ja! Bin ich dumm! Alter, mir ist mein Fuß eingeschlafen, Alter. Scheiße. Ich glaub, da noch was zu sagen. Na, bitte nicht, scheiße. Eine Taube kann eher 1500 Kilogramm Weizen fressen als ein Pferd. Stimmt das? Jetzt geht's um die Wurst. 10. Was ist du schon? 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich weiß nicht. Und schreib was. Aus, jetzt schreib. Nein. Scheiße, du hast Glück gehabt. Kann eine Taube eher 1500 Kilo fressen oder eher ein Pferd? Ja, eine Taube frisst kein Pferd. Hä? Wir haben beide falsch. Stimmt, der Satz ist ja so geschrieben, dass man glaubt, ja, Taube wird niemals ein Pferd fressen. Ja, passt, beide falsch. Jetzt sind wir zusammen. Scheiße, Schatz. 3, 2, 1. Was hast du stehen? Ja! 33! Ich hab 33! Ich vertraue ihm nicht mehr! Du hast echt was weniger! Nein, das glaube ich nicht! Ich hab das Gefühl, dass doch ich war, oder? Dann bitte erzähl. So, jetzt geh was durch! Rohes Ei! Rohes Ei! Leute! So, die Auflösung. Es stimmt. Ich hol's Ei. Nein, ich kann das ich nicht. Ich Schatz, ich kann das ich nicht. Ich schaff das nicht. Lauf schnell weg. Ja, ich geh jetzt einfach. Gute Idee. Okay, tschüss. Tada! Und da kommt er, der Eimann. Jetzt muss ich sagen, jetzt geh mal beste Grüße raus hier. An meinen Onkel! An Paulinas Onkel. Seht ihr das? 10 Eier vom Wanderhund. Gibt's beim Spar? Schau, ja. Familie Wallner, ihr seht es, Freunde, aus Wenigstens Österreich. Sind's Eier aus der Familie? So. Wanderhund, wirklich, kann ich empfehlen. Das ist der Onkel Wolfgang, absoluter Ehrenmann, wenn du das siehst. Absoluter Ehrenmann, Support ist kein Mord. Aber deshalb schmeckt mir jetzt das rohe Ei, glaube ich, auch nicht. Na, aber da geht's um die Tierhaltung, Freunde. Und Wanderhund hat ein mega cooles Konzept, also checkt das gerne mal aus. Ja. Kann ich euch wirklich, wenn ihr Eier esst, empfehlen. Ich packe euch den Link auf Ehrenbruderbasis unten in die Videobeschreibung rein. Schaut mal bei Wanderhund, da gibt's ein kurzes YouTube-Video, wie das funktioniert. Das ist mega. Und ja, mega. Also wirklich, ist kein Witz, Freunde. Ist wirklich mein Onkel, ja. Scheiße. Aber einmal runter. Boah, ich ekel mich so extrem, Schatz. Ich kann das nicht machen. Ja, du musst nur denken, das ist ein Fötus. Jetzt hör auf! Freund, das ist schon nur Säg. Ich schreib mir auch ohne Scheiß. So, ohne Scheiß. Stopp, ich brauch was zum Nachtrinken. Ich komm nie wieder in deinen Stream. Nie wieder. Geh schon, Schatz, du schaffst das. Okay, einfach runter jetzt, oder? Einfach runter. Aber hab ich. Okay, ihr seht's. Gell? Nur mal zum Beweis, gell? Da schwimmt schön der Dotter. Ich hab's immer verquirlen dürfen. Ich trinke jetzt einfach rohes Ei. Scheiße. 3. Nein, ich kann nicht! Du musst denken, Proteine! Okay, ich muss jetzt versuchen, dass ich mich nicht reinsteigere, weil dann wird es viel schlimmer. Und in der Zwischenzeit, weil Paulina sich ja jetzt hier schnell bemüht, kann ich nur sagen, Freunde, schaut auf alle Fälle bei Process vorbei, wenn wir schon bei dem Thema sind. Und ich habe mal gesagt, du sagst, also, schaut bei Paulina vorbei. Schaut bei Paulina vorbei! Und natürlich auch auf alle Fälle der Process, weil wir haben hier den Shot, ja. Die haben jetzt Tiefkühlshots, also Immunsystem, Kurkuma-Shots, alles mit dabei. Also, ihr wisst ja, Freunde, 20.000 Fitnessprodukte warten auf euch. Checkt gerne, schaut da gerne vorbei und holt euch die Gains in diesem Sinne auf alle Fälle ab. Und ich würde sagen, die Gains sind safe. Jetzt gibt's deine Gains. Also. Okay.
Ich halte mir jetzt die Nase zu, gell? Aber Robby. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie war's? Der Tote. Es war so grausig. Wow, es ist so grausig, ich weiß das. Oh mein Gott, die Tränen, mir drückt die Tränen aus. Ah, scheiße. Wow. Das ist Jobcharts. Jawohl. Hey, ich hab Gänsehaut, oh mein Gott. Aber du machst es und ich finde das super. Du bist eine Macherin. Eine Macherin bist du. Doch. Also wer mitfühlen möchte. Wir hätten nur was doch. Trinkt jetzt auch ein rohes Ei. Ja, das kommt jetzt. Eigentlich müsstest ja, genau. Du jetzt alle mal ins Trinken. Wenn ich mal bei so einer Challenge wieder verliere oder dabei bist, gerne. Mich graust du. Ah, herrlich. Aber jetzt hast du es geschafft, jetzt geht's schon langsam, oder? Irgendwie noch nicht. Wie war das Gefühl? Beschreib mal ein bisschen. Das wollen die Zuschauer wissen. Wie war das Gefühl so? Richtig grausig. Was sind sie heute noch köpfen, oder? Vom Geschmack her. Also vom Geschmack habe ich fast gar nichts geschmeckt, wenn ich ehrlich bin. Das ist nämlich auch richtig grausig, ja. Also der Geschmack ging, aber die Konsistenz, das erste ist so richtig... Kommt nur das Eiklar, gell? Also ich habe geschaut, dass ich halt alles mit einem Schluck schlucke, weil sonst spürt man sie nicht. Aber dir ist auch voll das Eiklar so, oder? Ja, und dann auch so ein Riesending. Ja, der Tote. Satt, der Tote. Ah, herrlich. Es war echt gemein. Na, Freunde, absolut, nein. Ich finde, den Idiotentest hat wie eigentlich bestanden. Ich sag mal so, du hast verloren und dabei bleibt's, ich trinke sicher nicht. Ich werde aber, wenn ich mal bei einer Challenge verlieren sollte, auf alle Fälle auch trinken. Ich mach nie wieder mit dir Challenge, nie wieder. Nie wieder? Na, das interessiert mich nicht mehr. Ja, das stimmt, verlieren muss man auch können. Ich hab das jetzt das Ei getrunken. Super gemacht. Schon wieder, Sam, was los? Und meine Schulden eingelöst. Sehr gut, in diesem Sinne, super gemacht. Hau rein. Bitte. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Salmonellen. Boah, jo, Alter. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.